Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Don't Starve, meine lieben Freunde. Ja, wir haben das Bifalo-Gebiet gefunden und wollen das Ganze nochmal ein bisschen durchsuchen. Ja, also wir waren ja nicht mal nah dran, als wir am Anfang vor 17 Tagen danach gesucht haben. Ja, komplett in die falsche Richtung quasi. So. Wir wollen hier einmal kurz außenrum rum und gucken, wie groß das Ganze ist und beziehungsweise ob hier noch mehr Herden sind. Da sind riesig die Biome. Was ist das hier in der Mitte? Müssen wir gleich mal nachgucken. Nee, das ist auch so ein Strauch hier. Muss ich erstmal ranzoomen. Alles vom. Aha. Aha. Das ist auch so eine Kartoffel. Sehr schön. Und die Wüste ist direkt noch hinten hinter. Mehrere Hundespawner. Besser. Oh, danke. Hund. Das ist gut. Sitz. Hund. Tatsächlich mal erwischt. Okay, die Wüste geht so irgendwie drum rum um das Gebiet, aber so von der Seite noch ran. Alles gut. Da ist nochmal ein Spawner. Nichts Schlechtes dran, kann man Hundezähne farmen und Minen basteln. Und sich quasi vor den Hunden, die random spawnen, schützen. Schrägstrich. Vor den Giants. Schützen. So, dann wollen wir noch eine Jagd. Komm, gehen wir noch jagen, oder? Ich habe hier gerade ein paar Fußspuren gesehen. Da. Bin mir nicht davon überzeugt, weil. Was ein Gebiet, ne? Weil. Weil Regen und so Jahreszeit. Dann hoffe ich dann einfach, dass er uns nicht sieht. Oh, was ist das? Noch eine kleine Herde? Eine Mini-Herde? Aber wenn es nicht nur eine Herde gibt, das ist immer gut. Nochmal nach oben. Ja, viele dürfen es aber nicht mehr sein. Es ist nah. Okay. Schön weit rauszoomen. Ah, es ist ein Koala-Aufwand. Ja, wo scheuche ich dich denn jetzt mal hin? Ich versuche es mal da drüben. Los, beweg dich. Ich darf jetzt nicht so weit weg sein, mit ein bisschen Rand. Halt. Da, nein, er war perfekt. Ah, er war in so einem Ding drin. Da wolltest du hin.
Jetzt in die Ecke, genau. Mist. Er macht es echt schwer heute. Es scheint keine Ecke zu sein, wo er gerne reinrennt. Hab ich. Ich hatte den Helm nicht aufgesetzt. Alter, war das knapp. Ich hab's genau gemerkt, als ich zugeschlagen habe, wollte ich noch wegrennen. Uff. Oh, was ist mit euch passiert? Ich geh mal woanders hin. Ich brate jetzt erstmal ein Fleisch. Ich glaube, das ist das, was er verträgt und keinen Schaden ist, richtig? Okay. Boah. Okay, als nächstes. Wir gehen nach Hause und machen Heilpasta. Ich glaube, ich habe auch noch Honig im Umschlag, hätte ich fast gesagt, im Kühlschrank. Maxi, lass das. Geh von meinem Feuer weg, Maxi. Ja. Ich habe noch Honig im Kühlschrank, können wir Honigverbände machen, weil ich glaube, wir hatten das letzte Mal, wir haben ein paar Pyros mitgebracht, ne? Da bin ich mir relativ sicher. Ich erstmal jetzt, ja, puh, Schock. Schock, schwere Not oder so. Ja, das kriegen wir aber alles hin. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, nächstes Mal, was ist denn mit ihm los? Nächstes Mal werden wir uns erst einmal heilen und dann machen wir einen Plan, was wir als nächstes machen. Wahrscheinlich werden wir erst nochmal eine Strickmütze bauen und dergleichen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Tag. Euer Midnight. Ciao.